Also, wie die meisten ja inzwischen mitgekriegt haben, feiert Marburg dieses Jahr sein 800-jähriges Bestehen, seinen 800-jährigen Geburtstag. Ich selbst bin noch nicht ganz so alt, fühle mich manchmal so, aber bin immerhin auch schon seit über 40 Jahren in Marburg und habe mich in diesem schönen Städtchen immer sehr wohl gefühlt. Und deshalb dachte ich, zu diesem Anlass muss ich Marburg mal ein bisschen was zurückgeben und habe mir ein kleines Geburtstagsständchen ausgedacht. Und wo wäre das besser zum ersten Mal zu Gehör zu bringen, als hier bei dieser Marburger Institution, dem Marburger Abend. Das Lied heißt, wie könnte es anders sein, Marburg an der Lahn. Nur wenig in der Welt bekannt, liegt tief im schönen Hessen an. Ruckelig, schief und etwas krumm. Marburg an der Lahn herum. Dort ist der Weg zum Schloss hinauf. Ziemlich steil und unbequem. Doch lebt sich's an des Flusses Lauf. Auch recht leicht und angenehm. Weltoffen verträumt, uralt und blutjung, mit klassischem Charme und heutigem Schwung. Verbindungsfreundlich nach rechts und nach links ist Marburg. Ja was, so eine Art Zwischendings. Du kannst gehen, radeln oder fahren, bis nach Marburg an der Lahn. Alles andere kannst du dir ersparen. Komm gleich nach Marburg an der Lahn. Und du musst dich nicht beeilen. Kannst gern ein wenig hier verweilen. Kannst die Seele baumeln lassen. In botanischen Gärten und winkligen Gassen. Und der Weg zum Schloss hinauf ist ziemlich steil und unbequem. Doch lebt sich's an des Flusses auf, auch recht leicht und angenehm. Provinziell pittoresk, fachwerkisch, lahnig, treppig, lebendig und dann wieder tranig. Am Turm der Spiegelslust, das Herz am rechten Fleck, bist du erst einmal her, willst du nie wieder weg. Auf gar keinen Fall. Du kannst gehen, radeln oder fahren, bis nach Marburg an der Lahn. Alles andere kannst du dir ersparen. Komm gleich nach Marburg an der Lahn. Ob zu Fuß, mit dem Bus oder mit der Bahn. Komm nach Marburg an der Lahn. Diese Stadt ist echt ein ziemlich steiler Zahn. Ja, so ist Marburg an der Lahn. Und du musst dich nicht beeilen, kannst gern ein wenig hier verweilen, kannst die Seele baumeln lassen, in botanischen Gärten und winkligen Gassen. Und der Weg zum Schloss hinauf ist ziemlich steil und unbequem. Doch lebt sie's an des Flusses Lauf, auch recht leicht und angenehm. Vielen Dank.